Ja. Mann. Guten Abend, willkommen im Stream.
So, wir werden heute Abend mal ein bisschen Eisen machen. Möchte mal anfangen damit. Die Lizenz kostet auch 70.000, also dann werde ich mal ein paar Mal fahren müssen, bis sie das wieder reinholt. Aber Eisen wollte ich schon vor langer Zeit mal machen, weil es doch immer ziemlich hoch im Kurs steht. Ja, die blauen Oberteile. Kommt doch mal. Jo, na Bent. Ist ja immer recht kleines Auto, ne?
Ja, es ist Aber Ansichtssache. Ich Sie wissen find's ja, gut und groß. ja, ist ja alles wunderbar. Ja, Sie wissen ja, dass das Marktsystem das alles nicht so gut verkraftet, wenn Sie schon verkaufen. Wissen Sie, weil ich hier so einen großen Eck. Also die Herren, wir können Ihnen jetzt einen Vorschlag machen, da wir ja schon alles in unsere LKWs gepackt haben. Ach, Einen das ist mussten toll. wir leider, ja, mussten wir leider verlieren durch eine Explosion dorthin. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ach so, das Fahrzeug ist in die Luft gegangen, ja, das ist natürlich scheiße. Ja. Und Sie das versichern. jedenfalls würden wir jetzt verarbeiten, wir würden auf Sie warten, wenn Sie nichts dagegen haben. Wegen Preis. Ach so, ja, ich habe dem Herrn, das Sie gerade erzählt, dass der Preis doch sehr in den Keller geht, dass er jetzt hier verkaufen wird, weil er schneller fertig ist. Jo, das schon, aber ich habe ja Aber das ist bloß, Info, ne? ne, ich habe ja fast nichts. Die paar Bahnen, wo ich mitfahren Ja, kann, ich meine, meine erste ansonsten Tour. geht der Preis runter. Wenn das hier auf dem Weg sagen. Ich glaube, das ist dann nur ein Ausweis. Ja, aber jetzt nur zur Info, ne, der Tank hat er als leer. Also, ich hab da gerade reingeguckt, jetzt sind alle Zinsen. Ne, also ich kann beim Verkäufer gerne etwas warten, das ist kein Thema, dann verkaufen wir gleichzeitig. Okay, gut. Dann klären wir eben hier die Sache mit dem Herrn der Waffe hier. So, also, was hatten Sie gerade gesagt? Bitte? Sie haben so ein bisschen, Sie waren so ein bisschen abgehakt. Ja. Mein Kollege hier mit dem Helmet. Ja. Der ist noch nicht voll, den wollten wir jetzt noch zusammen voll machen. Mein Okay. Helmet. Wollen wir auf die warten? Eigentlich nicht mein Problem, oder? Und Ja, dann können wir alle zusammen noch mein Auto voll machen. Jo. Ach, der Petri. Ja. Der Petri, der nicht. Wie sind wir her? Kanal versammeln, weil das da alles viel besser klappt. Das macht man bei Ihnen. Wie bitte? Einen gemeinsamen Funkkanal auf dem TeamSpeak-Server. Ja, wäre eine Option. Wir sind halt aktuell zusammen selber auf einem. Und da andere Kollegen von uns noch ein Projektchen am Laufen haben, wir haben dann Aha, fast okay. eine. Ja. Ja, wie machen wir das? Yes. Ja, ich würde sagen, einfach so weiter kommunizieren und wir warten auf Sie. Ah, mir wird es besser gefallen über einen gemeinsamen Funkkanal her. Ich kann auch Wie gerne bitte? Ihrem Funkkanal beitreten, das ist kein Problem. Also ich würde auf Sie im beziehungsweise am Verkäufer warten. Also wenn Sie mich nicht im Stich lassen, dann warte ich dort. Ist kein Thema. Dann mache ich derweil noch was anderes. Ja, ich würde auch vorschlagen, wenn die beiden Herren sich bereit erklären, dass Sie dann auch auf den gemeinsamen Funkkanal kommen. Ja, nicht schlecht. Also wenn Sie kein Problem haben, weil Sie ja hier jetzt farmen, dass wir uns doch zusammen auf dem Old Funkkanal versammeln. Ich Von mir aus bin allen schon auf einem anderen Funkkanal. Aber dann müssen die anderen Herren hier auch mitspielen. Außerdem habe ich ja auch noch die Helmkamera an, also das wollen wir ja alles nicht so. Ja. Nee, aber ist kein Ja, Thema, ich also hab ich warte gerne natürlich. Die beiden Herren hier vorne müssen aber auch noch stehen. Ja, wird schon werden. Ja, darauf. Ja. Wie hießen Sie nochmal? Jetzt will ich schon wieder den Namen vergessen. Ich bin der Herr Petri. Ah, Petri, genau. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Sie nicht wollen, dass wir zusammen auf einem Funkkanal treten, dann ist es ein Vorfall von mir. Dann steht Ein Ihnen auch Wochen. zu Weg. Richtig. Das ist das Problem an der Sache.
Ja, ist natürlich jetzt die Frage, aber im Endeffekt, also das, was ich an Eisenerz dabei habe, da mache ich sowieso jetzt erstmal Verluste. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeine Auswirkung hat, und außerdem ist es mir eigentlich auch egal, ganz ehrlich. Beziehungsweise ist jetzt ja auch kein Grund, irgendwie darauf einzugehen, weil auf mich würde keiner auch warten. Ich bin jetzt auch auf das Server gekommen, und zum Beispiel Kupfer ist ziemlich niedrig, also das ist halt mal so. Das ist ja das dynamische Marktsystem. Dafür ist es ja da. Wollen wir es probieren? Ich glaube, wir probieren es jetzt einfach mal, oder? Sehen wir, was dabei rauskommt.
So, nun heißt es mal warten.
versuchen wir doch mal einen Trick, oder? Dass wir zuerst verkaufen.
gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde Kupfer. Bringt zwar nicht viel, aber machen wir mal. Und dann ist sowieso schon Server Restart.
sagen wir es mal so, der hat sich nicht an die Regeln gehalten. Deswegen ist das jetzt hier halt so. Nicht, dass wir sich jetzt wundern. Wir müssen jetzt die Tür reparieren. Oh, hör auf, hör auf. Nein, nein, nicht die Danke. Okay, das war's auch schon wieder. Eine kleine Runde, sagen wir mal, die erste Runde Eisen. Danach noch eine kurze Runde Kupfer. Schauen wir, was sich die Tage so ergibt. Langsam bekommen wir ein bisschen Geld zusammen, dann können wir mal ein bisschen Unfug treiben. Also, und tschüss.